Nächste Woche ist ja Muttertag. Wie wir finden, ist das ein ganz besonderer Tag. Klar, man sollte seine Mutter immer lieben und ehren, aber gerade an dem Tag kann man ihr nochmal zeigen, ich liebe dich, ihr ein schönes Frühstück ans Bett bringen und einfach mal Danke sagen. Und dazu haben wir uns drei Sachen ausgedacht, die wirklich schnell zu machen sind und die einem wirklich viel Freude bereiten. Viel Spaß! Zum Muttertag darf ein lieber Brief nicht fehlen. Ihr nehmt ein stärkeres Papier und könnt dieses mit Geschenkpapier bekleben. Wir schreiben den Spruch auf: Mütter sind wie Knöpfe, sie halten alles zusammen. Um diesen Spruch noch ein bisschen zu verbildlichen, kleben wir nun Knöpfe auf. Und malen noch eine kleine Naht auf, die die Knöpfe verbindet. Probiert mal verschiedene Farbvarianten aus. Wir finden es echt schön. Bei diesem Geschenk handelt es sich um ein selbstgemachtes Zitronenpeeling. Man mischt 250 Gramm Zucker mit 55 Milliliter Olivenöl, 2 Esslöffel Zitronensaft, 1/4 Cl und gibt eine abgeriebene, unbehandelte Zitronenschale hinzu. Jetzt verrühren. Nun brauchen wir ein Glas zum Hineinfüllen. In diesem Fall haben wir ein Glas von Sophias Lieblingsmarmelade benutzt. Jetzt müssen wir das Glas erstmal ein bisschen verschönern. Wir benutzen jetzt einfach Geschenkpapier, aber ihr könnt eigentlich alles benutzen, worauf ihr Lust habt. Nun können wir das Marmeladenglas mit dem Zitronenpeeling befüllen. Für einen schönen Deckel zerschneiden wir eine Serviette. Eine kleine Schleife herum und fertig ist das Peeling. Wie wir finden, ein schönes und schnelles Geschenk für die Mutter. Ein selbstgemachtes Frühstück darf am Muttertag nicht fehlen. Dafür haben wir kleine Pancakes gebacken. Wir stapeln immer 4 aufeinander, tun eine Erdbeere drauf und halten das Ganze mit einem Zahnstocher zusammen. Je nachdem, was eure Mutter gern mag, könnt ihr das Ganze jetzt mit Kakaopulver oder Puderzucker bestäuben. So wird der Muttertag auf jeden Fall schön und eure Mutter freut sich. Ja, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und macht vielleicht das eine oder andere auch nach. Und wir wünschen euch einfach einen schönen Muttertag. Ja, freut euch schon mal auf nächste Woche, denn da kommt mein erster Kurzfilm raus mit der lieben Janine in der Hauptrolle, mit der lieben Chrissa und mit dem lieben Lars. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß und es gibt sogar eine kleine Essensschlacht. Also guckt euch auf jeden Fall an, es ist super lustig geworden. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!